Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Fortnite. Jawohl, wir sind hier wieder am Start und ja, ich habe hier noch ein bisschen was erweitert, gemacht, getan. Wen haben wir denn hier? Tomatenkopfreden. Okay, schauen wir mal, was gibt es denn hier? So, was? Soßige Grüße, ich bin Tomatenkopf. Es ist immer gut, jemand mit einem Heißhunger auf Abenteuer zu treffen. Dieser Ort ist viel größer als eine Insel. Ich denke, ich übernachte heute in deinem Dorf, um mich etwas auszuruhen. Ich möchte schließlich alles sehen. Okay. Kann ich jetzt, warte mal. Lebe in meinem Dorf. Bams. Okay, dann haben wir jetzt hier mal einen Start gebracht. Hast du einen Schlafplatz für mich? Ja. Ich habe von meinem neuen Bett geträumt und jetzt kann ich von etwas anderem träumen. Danke. Fühle dich wie zu Hause. So, welches Bett ist denn jetzt dem zugeordnet worden? Ah ja, das hier. Okay, das ist von Meo Dingens. Wo ist denn hier, warte mal, kann ich denn nicht... Farbenbomber. Fortfahren, fortfahren. Also die ist automatisch hier, oder was? Werkzeuge verbessern, Basis verbessern. Werkzeuge verbessern. Würden, können wir vielleicht besser aus. Okay, Werkbank aufrüsten. Länger und kann noch mehr Dinge auseinandernehmen. Aber ich brauche. Aber ich brauche Panzer. Was? Meine Vorstellungskraft, um eine Lösung zu finden. Etwa so. Wir brauchen Schutz und Roller, haben doch diese blöden Panzer. Das bedeutet, wir müssen einen Roller finden. Aha. Okay. Gut, okay. So, aber ich wollte hier nämlich Dorfbewertung. Da will ich nämlich so eine Stufe höher kommen. Erhöhe deine Dorfbewertung, indem du dein Dorf ausbaust. Okay, Knochenwurzel, ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Für die Herstellung von Baumaterial und Waffen aus Holz geschnitzt Planken. Wir brauchen also 15 Planken. Wir brauchen diese Höhle. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wartet mal hier. Starte mit dem Bauen. Da fehlt ja noch ein Teil, sehe ich gerade. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Verdammt. Jawohl. Hä, Moment, was habe ich doch gemacht? Okay. Ich bin zwar eigentlich ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe, aber naja, Hütte mit Veranda, fertig, abgeschlossen. Nice. So, jetzt haben wir nämlich hier diese Hütte hier noch gebaut. So, und dann... Echt? Ach so, wartet mal, wir könnten mal gucken, ob wir noch eine nein Jagddolch. Wir brauchen noch Holzstäbe. Dann schauen wir mal hier Holzstab, jawohl. So drei Stück. Wir bauen uns noch mal ein Schwert, weil dann suche ich nämlich immer so eine Höhle. Schauen wir mal, wo wir eine finden. So, zack. Und einen noch. Jawohl, sehr schön. Vielen Dank. Her damit. Dann halt. Kurzschwert herstellen. Jawohl, sehr schön. So, haben wir das jetzt. Au! Der Scheiß. Haut er mich voll. So, warte mal. Jawohl, da haben wir das Schwert. Mal gucken, wie viele Äxte wir haben, ne? Ah, wir haben hier noch die Schaufel gefunden. Warte mal. Wo ich denn jetzt hier meine Kisten stehen? Hier.
ist hier noch Platz drin? Ah, typisch, ne? Wieder gar nicht. Weil die Kiste würde ich. Was braucht man denn für eine Kiste? Was sind denn die Kisten gewesen? Da, kleine Truhe. Dafür brauchen wir 6 Planken. Ah, toll, ey, Mann. Das dauert ja alles. Ich könnte ja auch ein bisschen Licht gebrauchen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Da ist auch noch ein Bett drin frei. Achso, ich kann ihn nicht bauen, weil ich das Holz nicht habe. Halt, stopp, Moment. Und schon ist unser Holz wieder weg. Zack, Planken. 1, 2, 3, 4, 6. Gut, dann lassen wir das eben mal hier durchrödeln. Hier sind noch Knochen. So, und dann brauchen wir eh noch mehr Planken, ne? Gut, kein Problem. Kommt schon wieder so ein Terror-Freak. Guck, wie wir alle angerannt kommen, ey. Alter Schwede, guck mal, wie viele da kommen. Wie die auseinandergenommen werden. So, wie sieht's hier aus? Eine noch. So, sehr schön. Was wollte ich bauen? Ah ja, genau, die Kiste. So, jetzt müssen wir mal gucken, warte mal, wo stellen wir die denn hin? Stehe ich hier da hin oder stehe ich hier hin? Hier wollten wir ja eventuell. Ah, wir können die hier hinstellen eigentlich. Ah, ne, halt, halt, was? Ah, Mann! Muss ich mir voll dran gewöhnen. Hä? Wie kann ich hier. R2, ja. Hab ich doch. Okay. So, okay. Ich hab Hunger. Schnell noch was essen. So. Snacken wir uns mal eben schnell hier noch Kürbis. So, und dann packen wir hier mal. Was wollte ich jetzt reinpacken? Ah ja, genau, die Schaufel. Ja, warte mal, Stapel deponieren, genau so. Was habe ich hier? Was ist das? Granit kann ich auch hier lassen. Die Knochen kann ich erstmal hier lassen. Dieses Ritterschild, ne? Das wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir das hier hinpacken. Habe ich die ganze Zeit das Schild in der Hand. Das ist doch mal eine sehr gute Sache. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, warte mal, wollte nicht hier irgendeiner mitkommen? Wo ist der eine Typ? Wo ist dieser Tomatenfreak? Hier. Komm mit. Lass uns über Jobs reden. Ich möchte mit dir plaudern. Gehen wir auf Erkundung, genau. So, okay, alles klar. Komm mit. So, dann würde ich sagen, warte mal, wir haben noch eine Map. Haben wir irgendwo, können wir hier Höhlen sehen? Da ist eine Höhle. Das heißt, so in die Richtung. Dann gehen wir noch mal gucken. Was ist das? Dünger. Okay, nehmen wir mal mit. So, laufen wir in die richtige Richtung. Ja, wir müssen aber noch ein Stück da hoch. Und dann brauchen wir, was war das nochmal, was wir da brauchten? Na egal, wir sammeln einfach alles ein, was wir finden. So, hier bei dem Stein muss es sein. Vorsicht, da kommt ein.
Wie ein Wolf. So, jetzt sollten wir eigentlich da sein, genau. Mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ah, hier. Okay. So, Freund Jochen. Komm, wir gehen mal hier rein. Tomatenheinz und ich gehen in die Höhle. So, okay, betreten. Ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet, ne? Alter, was sind das denn für Todeswölfe hier? Kommen hier hoch? Ich hoffe nicht. Ah, warte mal, hier ist eine Kiste. Okay. Knochen, Kürbiskerne. Warte halt. Was haben wir hier? Knochenwurzelstab, Sprengpulver. Ja, komm, nehmen wir auch noch mal mit. Sollte mal schauen hier, ob wir hier noch mehr finden. Was? Granit. Holz. Ich hab irgendwie Bedenken, dass wir jetzt hier kommen. So, was haben wir hier? Seide, ja, kann man gebrauchen. Schubsaftbeeren und Mais. Wir müssen nur mal gucken, wie wir jetzt hier am besten. Wir sollten uns wahrscheinlich nicht so lange mit denen aufhalten, ne? Also laufen wir mal. Wie lange das dauert, ne? Voll übermenschlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Das hier. Moment. Ich mach die jetzt alle nämlich mal kaputt hier, die Dinger. Die nehme ich auch im Nerv. Okay, ach, das war Granit einfach nur. Okay, alles klar. So, kann man hier noch irgendwas einsammeln? Kann jetzt nicht sein, dass es nur wegen den zwei Kisten. Ah, hier ist eine Kiste. Okay, was haben wir hier noch? Alles mal mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Warte mal. Bevor wir zurücklaufen. Ist hier sonst noch irgendwo was? Da hinten sind noch ohne Ende von diesen Wölfen, ne? Hat er irgendwo zu melden? Ich bin das Sahnehäubchen auf seinem. Okay. Okay, jetzt ziehen wir weiter, komm. So, kommen wir hier auch wieder raus? Die nächste Frage vor allen Dingen, ne? Wo sind wir hier überhaupt? Okay, so Moment. So richtig safe fühle ich mich hier nicht, ne? Oh, oh. Oh, die kommen ja noch hier hoch, ne? Okay, wir laufen mal besser. Und das ziemlich schnell. Okay, wir sind einmal hier durchgelaufen, oder was? Alles klar. Wo ist denn der Tomatenheinz? Ach, da oben. Was macht der da oben? Okay, ich habe Hunger. Gut. Oh, Vorsicht, Schwinne. Hau doch mal ab hier. So, okay. Dann lass uns mal. Ach, wir sind so ein Tief.
Diese komischen Spinnen, ne? Die nerven voll. So, okay, wir laufen mal wieder zurück. Moment, ne, falsche Richtung. Da müssen wir lang. Irgendwo hinten. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt das Richtige eingesammelt haben da. Also außer die Kisten habe ich jetzt so nichts gesehen da, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das dann so passt. Dann sammeln wir noch mal so ein bisschen Granit ein. Auf jeden Fall sind wir wieder am Start. Und dann ist doch die Frage, wie viel brauchen wir davon? Wenn es dann auch das Richtige ist. Aber hier liegen Himbeeren also. Ah ne, Knochen waren das. So, zeig mal her. Knochenwurzel. Hä? Hat ich ja nicht Knochenwurzel drin? Warte mal, was ist das jetzt hier? Schlürfpilze. Ach, Knochenwurzelstab habe ich. Für die Herstellung von Baumaterial und Waffen aus Knochenwurzel geschnitzt. Okay. Also war das jetzt keine Knochenwurzel, die wir da gesammelt haben. Ja gut, dann haben wir doch Pech gehabt. Ne? So, warte mal, habe ich jetzt hier Dünger? Habe ich noch nicht gehabt. Kürbiskerne. Knochenwurzel lassen wir auch mal. Sprengpulver, da bin ich mir nicht sicher, haben wir glaube ich schon. Das haben wir auch irgendwo. Granit, Seide haben wir irgendwo schon. Schubsaftbeeren. Schlürfpilze haben wir auch irgendwo. Was ist das? Panzer. Und Pfeile. Pfeile sind gut. Warte mal, gucken wir mal eben schnell hier in der Kiste. Hier hatten wir schon mal Schlürfpilze. Ah, hier haben wir auch Dingens. Schon einmal Dünger, warte mal. Das holen wir direkt hier rüber. Ich glaube, ich kann auch die Knochen besser verteilen. So, nee, Knochen gehen hier nicht mehr rein. Aber der Dünger geht da rein. Die gehen auch nicht. Panzer gehen rein. Was ist los? Ah ja, ich bin hungrig, ich weiß. Hier haben wir auch Mais, guck. Sehr schön. Schubsaftbeere haben wir auch schon mal. So, Seide haben wir hier drin, das haben wir hier drin. Sehr schön. Ja, dann sind wir doch hier schon mal wieder ein ganzes Stück weiter. Weil wir jetzt hier mal so ein bisschen Ordnung geschaffen haben. So, perfekt. Dann holen wir noch eben schnell die Schubsaftbeere hier rüber. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fein, weil man nicht wieder sortiert. Das passt. So, her damit. Pack mir, geh mal weg hier. So, die schmeißen wir hier rein. Perfekt. Sehr schön. So, okay, alles klar. Wir müssen uns noch was zu essen organisieren. Dafür brauche ich aber den Freak hier nicht. Fortfahren. Ziehen wir mal hier nehmen. So. Okay, alles klar. Der geht wieder hier an seine Arbeit. Sehr schön, haben wir erledigt. Jetzt müssen wir noch mal eben schnell losrennen, gucken, dass wir noch ein paar Kürbisse finden. Ich glaube, wir können auch irgendwie sowas anbauen, ne? Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Oh, was haben wir hier? Oh, guck mal hier, hier ist ja auch noch eine Höhle. Ich habe noch gar nicht gesehen, ist so direkt um die Ecke. Wollen ja gar nicht so weit laufen. Himbeeren hätten wir, warte mal, Himbeeren habe ich sowieso noch, ne? Ne. Himbeeren, hier,
Hat zwei fallen lassen, nein. Tun die mal da rein, so. Ja, gibt halt nicht viel Nahrung, ne? Aber besser als gar nichts erstmal. Guck mal, hier laufen auch Kühe rum. Ah, und wir haben schon wieder ein Licht. Folgen wir dem Ganzen noch mal. Aber vorher sammeln wir hier noch den Mais ein. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall was zu essen am Stuhl. Was? Ach, hier haben wir eine scheiß Spinne. Okay. Irgendwo geht's hier zu einer Kiste. Alter, Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Los, Kackvieh. Au. Oh, oh. Oh nein. Oh nee. Okay, alles klar, verdammt. Ja, das war ziemlich mies gelaufen, ne? Mein Rucksack wird da hinten angezeigt. Gut, den werde ich jetzt nicht holen, beziehungsweise den werden wir später holen. In der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Na. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Jetzt müssen wir erstmal nackig dahin laufen. Aber egal, kriegen wir hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin und ciao, ciao.